Ja, Mitarbeitergespräche. Eigentlich spreche ich doch jeden Tag mit meinen Mitarbeitern, brauchen wir doch gar nicht. Kriege ich immer wieder gesagt, wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite. Und wenn wir dann reingehen, mal in so ein paar Führungsinstrumente, erkennen die sehr schnell, wie wichtig das Mitarbeitergespräch als Führungsinstrument ist. Denn woher soll der Mitarbeiter wissen, welche Erwartungen ich konkret an ihm habe und was ich mir eigentlich über Kompetenz vorstelle bei ihm? Und wenn man auch bedenkt, dass eine Grundregel im Führungsbereich heißt, jeder Mitarbeiter hat das Recht und jede Führungskraft die Pflicht, dem Mitarbeiter zu sagen, wie er ihn sieht, bis zu 4-mal im Jahr, ist das ein ganz wichtiges Thema, um Mitarbeiter ganz gezielt langfristig zu entwickeln und weiter zu qualifizieren. Doch die meisten haben Angst vor den Gesprächen. Sowohl an beiden Seiten. Ich habe eine interessante Studie mal machen können, die eigentlich unfreiwillig war, aber ich habe eine Hochschule begleitet bei der Einführung von Mitarbeitergesprächen. Und da beide Ängste hatten, die Professoren genauso wie die Mitarbeiter, die sie zu führen hatten, habe ich mit beiden getrennt ein Interview gemacht. Und spannend war, dass diejenigen, die die Gespräche erleiden sollten, hatten Wahnsinnsangst, dass der andere unfähig ist, sie zu beurteilen oder ungerecht wird oder eigene Perspektiven zu sich reinnehmen. Und die Professoren oder die anderen Führungskräfte selber hatten dann aber auch Ängste, weil sie an der Vergangenheit doch nicht immer so toll waren, dass dann der Wind ihnen entgegenkommt. Also beide Seiten hatten Wahnsinnsängste, aufeinander zuzugehen bei diesem Thema. Wir haben das dann dahingehend begleitet, dass wir beide Ängste genommen haben, indem wir beide vorbereitet haben. Aber Angst in einem Mitarbeitergespräch, und das wissen wir alle, Angst macht Menschen zu Zwergen. Aber genau das ist es. Was haben Sie davon, wenn Sie Mitarbeiter haben, die sich aber nicht weiterentwickeln? Weil die Führungskräfte Ausreden, ich will jetzt keinem so nahe antreten, Ausreden haben, warum sie keine Zeit haben, die Mitarbeitergespräche zu machen. Und ich kriege schon immer wieder fest, oh ja, der 31. März ist ja, bis dahin sollten die passiert sein. Und deswegen wird die Qualität auch nicht drauf gelegt. Ich kriege aber auch immer gesagt, die Firmen, die ich begleitet habe bei dem Thema Mitarbeitergespräch, dass die nach einem Jahr dauert das Gespräch keine 2-3 Stunden mehr mit dem Mitarbeiter. Wenn das regelmäßig gefeedbackt wird und auch während des Jahres, kann das Gespräch bis zu einem Jahr, eine Stunde dauern. Und ein Mitarbeitergespräch bietet ja die Möglichkeit auch, dass der Mitarbeiter sich darauf vorbereitet. Er sich intensiv mit seinen Kompetenzen, mit seiner ganz persönlichen Entwicklung auseinandersetzt, wenn man es gut vorbereitet und auch richtig platziert im Unternehmen. Also wir haben hier nur zwei Gewinner, wenn man es richtig einsetzt.